Ein Mercedes-Benz war immer schon ein wenig anders. Schon in den frühen Jahren des Unternehmens konnte man eine Ahnung davon bekommen, wenn man eine Rennstrecke besuchte. Die legendären Silberpfeile von Mercedes schrieben Renngeschichte. Die Begeisterung für den Rennsport wurde von vielen Mercedes-Ingenieuren geteilt. Besonders von zweien. Ich habe ja aufrecht bei Mercedes kennengelernt. Wir sind gleich am ersten Tag unserer Begegnung zusammengerasselt, weil wir eben wie immer verschiedene Temperamente und auch verschiedene Rollen hatten. Und wir haben eben dann für die Sportabteilung so einen Motor gemacht und das musste eben so ein bisschen nebenher gehen. Letztendlich sind wir von unseren Kunden im Prinzip gezwungen worden, uns selbstständig zu machen, weil wir vorher praktisch nach der Arbeit ja, Autos umgearbeitet haben. Ich hatte das vorher ja 2 Jahre praktisch immer nebenher gemacht, samstags, sonntags, nachts. Und ich habe dann beim Motorradfahren mal einen Kreislaufkollaps bekommen und habe gemerkt, ich kann das nicht alles auf einmal machen. Aber aufrecht war eigentlich die Triebkraft, dass man sich selbstständig macht. Und er hat mich dann überredet oder beschworen, es zu tun. Melcher hat so viel Intelligenz und so viel Genialität, dass mir klar war, dass ich mit ihm Erfolg habe. Wir nehmen einen Namen, in dem beide Elemente drin sind. Und das A steht für Aufrecht, M für Melcher und G steht für Groß Asbach. Mercedes hatte Direkteinspritzer und wir konnten nur Rennen fahren mit einem Direkteinspritzer, weil man dann diese Leistung hatte, um die BMWs und die Jaguars zu packen. In Aufrechts Wohnung habe ich alle Möbel mit Zeichnungen zugeklebt und habe dann da an einem Reißbrett, improvisierten Reißbrett, habe ich diese Direkteinspritzung da reingezeichnet und habe Vorrichtungen gebaut. Und wir haben im Keller von Aufrecht den ersten außerhalb einer großen Firma gebauten Direkteinspritzer 300 SE hergestellt. Damals hat man einen BMW oder VW, hat man getuned, aber doch nicht um Gottes Willen einen Mercedes. Wir haben davon gelebt, dass die BMW-Leute wilde Autos machen, schon sehr mäßig, und dass sie auch ihre Tuner unterstützen. Und bei Mercedes war niemand da, der das konnte. Wir hatten damals überhaupt keine Werbung gemacht, keine PA, ja. Die Kunden haben sich gegenseitig erzählt. Dass die dann sagen konnten, mein Mercedes ist ein AMG-Mercedes und der ist so schnell wie dein BMW oder der ist so schnell wie dein Porsche. Und das waren sie auch. Es war von Anfang an eigentlich eine Philosophie, die damals keiner der Automobilhersteller geprägt hat, aber heute doch fast überall selbstverständlich ist, dass man auf den Kunden hört. Und die Wünsche sind einfach viel stärker gekommen, dann Mitte der 70er Jahre, dass sie plötzlich neben der Technik Optik haben wollten. Und wir sind dem gerecht geworden. Nicht der 300 SEL 6,3 Liter, das war eigentlich so das erste Auto, das so richtig Kick gemacht hat, wo plötzlich ein ganz neuer Kundenkreis auch diesen Mercedes wollte. Mit dem Auto hatten wir dann auch unseren größten Erfolg 1971 in Spa, den wir dann auf 6,8 Liter Hubraum gebracht haben und der dann eigentlich weltweit Furore gemacht hat. Das war der Beginn einer beispiellosen Erfolgsstory im Rennsport, die bis heute anhält. Ab 88 haben wir praktisch einen Auftrag von Mercedes-Benz bekommen, hier aktiv im Motorsport zu sein. Die Mercedes-AMG-Rennversion der C-Klasse kam auf über 60 Siege in den deutschen Tourenwagenmeisterschaften und in der ITC-Rennserie. Weitere große Erfolge kamen hinzu mit der Rennversion des CLK GTR. Und sind dann auch mit dem Schneider und dem Weber dann auch Weltmeister geworden. Wir sind der einzige Hersteller, der eine Serie komplett gewonnen hat. Wir haben also alle 10 Rennen dann 98 gewonnen und davon 6 sogar mit einem Doppelsieg. Das war eigentlich für mich wirklich das Erlebnis überhaupt, weil wir zum ersten Mal ein Auto komplett konstruiert haben, vom Design bis zur Radaufhängung.
Im Jahr 2000 wurde die DTM neu gegründet. Auch in dieser Rennserie spielt das Mercedes-AMG-Team eine herausragende Rolle mit dem GT- und mehrfachen DTM-Champion Bernd Schneider und dem Ex-Formel-1-Fahrer Jean Alesi. Der Motorsport war Vorreiter, aber parallel dazu hat sich auch dann das offizielle Verhältnis, was Tuning anbelangt, bei Mercedes dann auch ergeben. Dann in 90 ist in Paris der Vertrag unterschrieben worden. Wir haben damals den Spruch geprägt, wir müssen sternfähig werden. Das heißt, wir müssen unsere Entwicklung anders gestalten, wir müssen unsere Qualitätskontrollen anders gestalten. Und so kamen wir eigentlich sehr schnell dann auf das Thema, dass Daimler sich hier beteiligt. AMG war eine neue Dimension für Mercedes-Benz, eine sportliche Dimension. Mit dieser Performance-Marke AMG als Teil von Mercedes-Benz konnten wir neue Kundengruppen ansprechen. Wir entwickeln zum Beispiel mit dem SLS Fahrzeuge von A bis Z. Mit allen Qualitätsabsicherungen, die man von einem Mercedes-Benz erwartet. Also die Firma ist enorm gewachsen. Hier am Standort haben wir rundum modernisiert, neueste, modernste Spitzentechnik eingeführt. Heute entwickeln wir komplett eigene Motoren und mittlerweile auch die Getriebe. Das Besondere an unseren Motoren ist, dass sie alle von einem Mitarbeiter zusammengebaut werden. One man, one engine. Zu der Marke AMG gehört natürlich auch das Thema Motorsport. Über viele, viele Jahre in der DTM sind wir erfolgreich unterwegs und neuerdings auch in der Formel 1. Die beste Werbung machen wir eigentlich auch in der Formel 1. Da stellen wir den Safety Car, aber auch das Medical Car. Wir haben natürlich auch neue Märkte erschlossen. Wir sind mit AMG weltweit jetzt vertreten. Die traditionellen Hauptmärkte für AMG sind nach wie vor Westeuropa, USA und Japan. Aber in den letzten Jahren sehen wir ein sehr starkes Wachstum in sogenannten Emerging Markets. AMG hat eine große Zukunft. Es ist eine etablierte Performance-Marke mit einem umfassenden Angebot an faszinierenden Produkten. Wir werden unser Produktportfolio erweitern. Wir werden neue Märkte erschließen. Aber auch in Segmente reingehen, wo Sie vielleicht in Zukunft etwas überrascht werden. Ein AMG ist ja auch ein Mercedes. Und wo der Stern drauf ist, muss auch der Stern drin sein. Und so ist auch unsere Entwicklung aufgebaut. Die ganzen Tests, die wir durchführen, sind vergleichbar mit dem, was man in der Serie macht. Und sehr, sehr, sehr rigoros. Heute haben wir ein hochmodernes Prüffeld, in dem wir unsere Motoren abstimmen. Das heutige AMG-Fahrzeug ist so komplex geworden, dass wir fast jede Fahrzeugfunktion in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, dadurch auch erproben und wieder freigeben müssen. Unsere Entwicklungsträger werden den härtesten Belastungstests in jeder klimatischen Zone unterzogen. Wir vertreiben die AMG-Fahrzeuge mittlerweile in über 150 Ländern und haben natürlich ein Serviceangebot, was man von einer Nobelmarke wie AMG und Mercedes erwartet. Es sind in den letzten Jahren viele neue Aktivitäten dazugekommen bei AMG.
Ein gutes Beispiel ist die Driving Academy. Die AMG Driving Academy bietet einzigartige Fahrerlebnisse. Auf Rennstrecken unter sicheren Bedingungen in den Grenzbereich fahren. Mit dem SLS AMG GT3 eröffnen wir eine neue Dimension für unsere Kunden. Kundenmotorsport. Wir wollen auf Affalterbach mehr und mehr ausbauen als ein Pilgerort für Performance-Fans, für die Fans unserer AMG-Fahrzeuge. Das heißt, sie können nach Affalterbach kommen, ihr Auto auswählen, spezifizieren, aber auch dann nachher abholen. Und neben Motorsport ist das Thema Individualisierung eine der wichtigen Säulen bei uns hier in Affalterbach. In unserem Performance-Studio entstehen im direkten Dialog mit unseren Kunden automobile Träume. Auch wir als AMG, als Nobel Performance Marke, kooperieren in ausgewählten Fällen mit anderen Luxusmarken. Wir sind sehr stolz darauf, Bernd Schneider und Bernd Mailänder als Markenbotschafter zu haben, beide aus dem Rennsport und nicht zu vergessen Robert Baker, der die Golf-Elite trainiert. Der Spirit, den Melchior und Aufrecht damals gelegt haben, hat die Firma immer gelebt. Das ist heute noch so. Die Mannschaft bei AMG hat einen ganz besonderen Team-Spirit. Das, was bei AMG-Mitarbeitern sofort auffällt, ist die hohe Produktidentifikation. Dieses Angezündetsein, dieser absolute Wille, das Beste zu schaffen, Neues, etwas Großartiges zu machen. Das habe ich in dieser Art und Weise bisher nur bei AMG erlebt. Weil bei AMG noch die Chance gegeben ist, doch etwas zu bewegen. Es ist noch sehr viel Individuelles dabei. Ein AMG ist ein Performance-Fahrzeug durch und durch. Das ist einmal natürlich dieses Beschleunigungsvermögen. Wenn man aufs Gaspedal tritt, dann bleibt einem schier der Atem weg. Die Kraft, was der Motor auf die Straße bringt und so weiter, das ist schon heftig. Für mich als Rennfahrer macht das AMG-Fahren aus, dass wir ein sehr sportliches Fahrzeug haben mit einem tollen Sound, mit schnellen Schaltzeiten, mit einer exzellenten Bremse, mit einem tollen Fahrverhalten. Und das ist für mich echtes Rennfeeling. Es ist super sportlich, wenn man es braucht, wenn man es möchte. Man kann aber auch ganz normal reisen. Hunderte von Kilometern, steigt aus und ist ganz relaxed. Es bietet natürlich Längs- und Querdynamik auf Höchstniveau, aber auch Exklusivität und die Werte, die wir von einem Mercedes kennen. Der Motorsound, derjenige, der das hört, der muss wissen, boah, das war ein AMG. Wenn Sie an einer Ampel oder einer Kreuzung stehen, die Blicke werden auf Ihr Auto gerichtet, wie bei einer schönen Frau.